Clara Clever, Kommissarin mit Pfiff. Geklaute Identität, erster Teil. Mein neuer Fall führt mich zum Ehepaar Eiermann. Der Name erinnert mich unweigerlich an Hühner. Als Kind hatte ich eine Hühnerallergie, wo mir einen Haufen rote Pusteln auf den ganzen Körper gezaubert haben, sobald mir eines von diesen gefiederten Tieren zu nahe kam. Heute stört mich das weniger, denn zum Glück gehört die Pustelzeit der Vergangenheit an. Die Eiermanns haben wirklich äußerst geheimnisvoll getönt am Telefon. Das hat mich schon etwas mehr gestört. Als wir uns getroffen haben, wollten sie unbedingt, dass wir uns in einem Kaffee am anderen Ende der Stadt unterhalten. Ich habe sie natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass solche Spezialwünsche dann wirklich ins Geld gehen können. Doch wie mir scheint, ist davon reichlich vorhanden. Wo ich reingekommen bin, sind sie stumm und in die Leere starrend an einem kleinen Tisch im Ecken gesessen. Ich habe mir mal einen Espresso bestellt. Um was geht es genau? Eier! Es geht um Eier! Erklärt mir Frau Eiermann in einem harschen Tonfall. Dabei vertiefen sich ihre Furchen auf ihrer Stirn so drastisch, dass ich hoffe, nie eine solche Falte zu bekommen. Und bin extrem froh, dass es Botox gibt. Man kann ja schließlich nie wissen. Es geht um Eier. Das Ganze scheint mir irgendwie sehr suspekt. Ja, genau. Eier. Sie müssen uns helfen. Wir sind in einer misslichen Lage. Unsere Existenz steht auf dem Spiel. Unser Geld, unser Ansehen. Ich muss also. Das ist mir ja ganz neu. Aber okay, ich kann die Welt nicht besser machen, aber ich kann verhindern, dass sie schlechter wird. Wir sind das lokale Aushängeschild der Eierindustrie. Das heisst, produzieren wir die Dinge natürlich nicht selbst. Dafür sind die Hühner zuständig. Aber die natürlich nur mit dem besten Stammbau und garantiert biologisch aufgezogen. Dank unserem unverkennbaren Logo, einem Ei, gestaltet vor allem so einem angesagten Designheini namens Kupferschmidt, sind wir stadtbekannt. Noch immer ist mir der neue Auftrag irgendwie unklar. Und der Herr Eiermann scheint Redeverbot zu haben. Gelegentlich räuspert er sich. Vielleicht hat es ihm wegen diesen vielen Eier einfach die Sprache verschlagen. Außerdem sieht er aus, als hätte er seit Tagen nicht mehr geschlafen. Irgendwie tut er mir leid. Innen ist also Gefieder geklaut worden. Nein, die Eier und die Lastwagen, die wir die Eier ausliefern, die sind weg. Der Herr Eiermann scheint seine Stimme wieder gefunden zu haben. Einfach weg, geklaut, vom Erdboden verschluckt. Und das ist nicht mal alles. Irgendjemand liefert mit unseren Lastwagen billige Ware in unserem Namen aus. Zum Teil sind die Eier faul oder kaputt. Das ist mein Untergang. Noch nie in der ganzen Firmengeschichte ist auch nur ein Ei faul oder kaputt ausgeliefert worden. Immer haben wir alles in bester Qualität ausgeliefert. Ich gehe die Wände auf. Mein Ruf ist kaputt. Und außerdem ist meine gute Sekretärin Christian Huber auch abhanden gekommen. Unser Buchhalter Peter Kuhn ist genauso weg. Ich bin verzweifelt. Der Eiermann jammert, dass sich Balken biegen. Er scheint schlimmer zu sein als mein Nachbar, der über alles und jeden jammert. Ich darf ihm gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mir so ein Fiasko wie das von der Eiermann stecken würde. Ich müsste wohl vorübergehend aus meiner Wohnung ausziehen. Um diese Vorzimmertrine ist es gar nicht schade, meint Frau Eiermann zynisch. Ihr Blick verdüstert sich drastisch. Die hat es doch eh noch auf deine Eier abgesehen. Das könnte man von Peter Kuhn auch sagen, entgegnet ihr Mann. Also ich denke, dass du sie auf ihn abgesehen hast. Und umgekehrt. Ich glaube zu erkennen, dass Frau Eiermann und die Sekretärin von Mann definitiv keine Freundinnen sind. Auch scheint mir ihr Mann und der Buchhalter nicht die dicksten Freunde zu sein. Ich notiere mir alles Wichtige, denn Fakt ist, plötzlich scheint sich alles verdünnisiert zu haben. Die Eier, die Lastwagen, die Sekretärin, der Buchhalter. Nur die Hühner sind noch da. Und der Karl Wagenknecht, der Chauffeur. Frau Eiermann wühlt in ihrer Tasche und drückt mir ihr Visitenkärtchen in die Hand. Sie sieht auch aus, als hätte sie schon eine Kuh in der Schnur. Sie haben doch Erfahrung, meint Frau Eiermann. Wir zählen auf sie. Und wenn die Lastwagen nicht wieder zum Vorschein kommen, dann können wir uns zumindest den Lohn vom Chauffeur sparen. So haben wir die Kosten wenigstens teilweise wieder drin. Mit diesen Worten entlädt mich das Ehepaar in die Eierwelt. Die Eiermanns scheinen mir wirklich ein bisschen geizig. Der Herr Eiermann drückt mir zum Abschied noch ganz verschämt das Bild von einer hübschen, knapp 30-jährigen Blondine in die Hand. Ihre Tee erinnert mich ganz entfernt an Eiweiß. Clara Clever, Kommissarin mit Pfiff, wird präsentiert von Kupferschmied, die Werkstatt für gediegene Kommunikation.
Clara Clever, Kommissarin mit Pfiff. Die Cloud Identität, Teil 2. Nach 2 Stunden und einem kalorienreduzierten Mittagessen treffe ich bei dieser Eierfirma ein. Ich will mir einen Eindruck über das ganze Eierdings verschaffen. Mich erwartet eine Hühnerfarm mit gackendem Gefieder, eine Fahrzeughalle und ein Büro. Die beiden letzteren stehen leer, da ja alle weg, geklaut oder entführt worden sind. Ich kämpfe gegen meinen bereits wieder aufkommenden Hunger und versuche mich in einem neuen Zweiteiler vorzustellen, was nur noch in einer zu kleinen Grösse gegeben hat, wo ich dann schlussendlich auch gekauft habe. Doch gerade, wo das Bild von meinen Augen langsam Konturen angenommen hat, bin ich jäh auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Boah, da stinkt ja gottsjämmerlich. Und überhaupt, ich bin allergisch auf Hühner. Der kauzige Polizist scheint eine schlechte Laune zu haben. Von einem Stank kann ich nichts wahrnehmen. Aber ich verzichte am Friedenslieb auf einen Kommentar meinerseits, zumal man den werten Kollegen auf dem Posten ja wieder zu sehen bekommt. Da sollte man nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, wie meine Grossmutter immer gesagt hat. Ich konzentriere mich also eingehend auf die Lehrhalle. Und schon nach kurzer Zeit sticht mir etwas ins Auge, wo für eine Eierform eigentlich nichts Aussergewöhnliches ist. Doch in einer blitzblank geschrubbten und bonnerten Umgebung fallen die Eierschalen auf wie ein paar High Heels in einer Turnschuhsammlung. Ich mache das, was ich in solchen Situationen immer mache. Ich zünde die Ziege an und studiere. Da, schon wieder eine Eierschale. Das hat es mitten auf der Ausfahrtrampe und erst noch mit einem Eiermannstempel drauf. Und weiter vorne auf der Straße blitzt schon die nächste auf. Entweder hat sich da ein Huhn aus dem Staub gemacht oder jemand versucht mir etwas zu sagen. Ich beschließe dieser Spur von verlorenen Eiern zu folgen. Nachdem ich unterwegs etliche schiefe Blicke geerntet habe, Autofahrerinnen, die ständig aus dem Autofenster hängen und nach Eierschalen Ausschau halten, sind offensichtlich nicht alltäglich, ist die Aufgabe zunehmend schwieriger geworden. Inmitten von weggeworfenen Weinflaschen, Fastfood-Tüten und Gratis-Zeitungen, die ja verständlicherweise niemand liest, sind Eierschalen immer schwieriger zu entdecken. Ich bin offensichtlich im miesesten Viertel der Stadt gelandet. Und bald auch, wie es mir scheint, in der miesesten Lagerhalle von allen Lagerhallen. Ich überlege mir ernsthaft, einen außerordentlichen Gefahrenzuschlag zu erheben. Im Hinterhof angekommen, so dunkel, dass mir die eigene Hand vor Augen kaum sieht, habe ich plötzlich ein schwaches, aber rhythmisches Klopfen gehört. Aber nur schemenhaft wahrgenommen. Durch den einsetzenden Nieselregen, und meine wiedergespenstige Haare zum Explodieren bringt, steuere ich also auf den Lieferwagen zu. Und plötzlich stand ich vor einem mir sehr wohlbekannten Bild. Am Logo der Eiermanns. Genauer gesagt, vom Eiermann-Lastwagen-Logo-Ei, vom Kupferschmied. Das Öffnen der hintersten Ladenklappe ist ein Kinderspiel und kurz darauf erblicke ich im Halbdunkeln ein vertrautes Gesicht. Gronenix Eiweiss. Genauer gesagt, Christine Huber, die Eiermann-Sekretärin. Hilfe, ich will da raus. Holen Sie mich da raus. Die arme Frau scheint mir mit ihren Kräften am Ende zu sein. Ihr Küchen und Züfziger macht mir also schon ein bisschen Sorgen. 2 Tage ist her, dass ich mich in der Lagerhalle von unserer Firma wollte mit dem Peter Kuhn, unserem Buchhalter, treffen. Ja, ich gebe es zu, so etwas gehört nicht ins Geschäft. Aber ich frage Sie, wann sollen wir uns denn sonst sehen? Schliesslich arbeitet der Peter jeden Tag bis in die Nacht rein. Und das für einen Hungerlohn. Da langt weder Zeit noch das Geld für ein Rendezvous im Hotel. Ich denke gerade an einige Räumlichkeiten, in denen finanzielle Überlegungen kaum eine Rolle spielt, erwähnen aber nicht dergleichen. Ich bin auf der Verladerampe gesessen und habe eine Zigarette geraucht, wo ich plötzlich einen Lieferwagen gehört habe. Ich wollte dieser Sache nachgehen und das Letzte, was ich mich daran erinnere, ist, wie ich einen Schlag auf den Kopf bekommen habe und mir schwarz vor Augen geworden ist. Nachher hat sie aus weiter Ferne noch Geräusche von einem Fahrzeug und von einem elektrischen Gabelstapler vernommen, wo sie inmitten von zerbrochenen Eiern durch das Rumpeln vom anfahrenden Fahrzeug wieder zu sich gekommen ist. Eine Spur aus Eierschalen zu legen, die sie aus dem Lüftungsschlitz gerührt hat, war fast die einzige Möglichkeit, auf ihre missliche Lage aufmerksam zu machen. Ein bisschen später habe ich dann die verängstigte Frau meinen Kollegen übergeben. Sie haben zwar immer noch gemurrt, aber schon ein bisschen freundlicher als vorher, wie man scheint. Ich werde der Dame wohl erst mal einen Schluck Kaffee aus meinem Thermos anbieten. Soll ja Wunder wirken. Auch wenn ich zu wissen geglaubt habe, dass die braune Brühe, die der kauzige Freund offeriert. Clara Clever, Kommissarin mit Pfiff.
Cloud-Identität, dritten und letzten Teil. Ich bin, weiss Gott, keine kulinarische Durchstarterin. Doch der Geschmack, der mir beim Aufbrechen von dem Frühstück entgegengekommen ist, der hat mich also schon nach Luft schnappen lassen. Schrecklich war und ich habe wirklich Angst um meine Nasenscheidewand bekommen. Bei meinem Sorgen von dieser biologischen zertifizierten Stinkbombe ist mir wieder das altbekannte Logo ins Auge gestochen. Das kann nicht sein. Bei all dem aktiv gelebten Geiz glaube ich dem Ehepaar, wenn es darauf besteht, ausschließlich frischeste Ware anzubieten. Offensichtlich bin also auch ich Opfer von dem Logoklauer geworden. Der Lebensmittellieferant von meinem Vertrauen, der in der Zwischenzeit arg um den Titel bangen muss, ist untröstlich. Ich habe mich ja dann schon gewundert, als der Eiermann vorgekommen ist und ich dem ein paar zahlen musste. Das war ein bisschen komisch. Aber ich habe ja den Lastwagen gekannt und ich habe gedacht, die Ware ist ja immer korrekt. Zudem ist er pünktlich am Mittwoch vorgefahren und offenbar hat er genau Bescheid gewusst, wenn die Lieferungen ankommen. Und ich hatte keinen Grund zum Zweifeln und habe das Geld aus der Kasse genommen und in meine Hand gedrückt. Auf den Vorschlag vom Lebensmittellieferanten die Foodwarts ersetzen lassen, bin ich nicht weiter eingegangen. Ich habe definitiv genug von Eier. Überhaupt weiss ich nicht, ob ich nach dieser geruchstechnischen Explosion überhaupt jemals wieder Eier essen werde. Am gleichen Tag habe ich die Eiermanns aufgesucht, um ihnen von meinen Beobachtungen zu berichten. Christine Huber war nicht rum. Sie hat sich bis Ende Woche krank gemeldet und das mit Arztzeugnis. Frau Eiermann wird den Lohn dann wohl müssen zahlen, auch wenn der Vorzimmerdrache jetzt eine Woche lang blau macht. Der Herr Eiermann macht sich ganz andere Sorgen und ist am Boden zerstört. Es ist also offiziell, irgendjemand macht mit seinem Namen schlechte Geschäfte. Und zu allem Überfluss legen die fleissigen Hühner auch weiterhin schöne Eier. Der Herr Eiermann wird von einer wahren Eierschwemme geplagt. Immerhin verlangt das Gefieder nicht auch noch Lohn. Und? Wissen Sie endlich, wer uns das angetan hat? Liefern Sie endlich ein Ergebnis! Frau Eiermann hat Initiativen übernommen. Dass sie keine Sekunde daran geglaubt hat, dass die arme Christine Huber so viel durchmachen musste, war eigentlich klar. Naja, ich kann die gute Frau beruhigen. Eine gute Woche brauche ich noch, aber ich bin zuversichtlich, dass ich bis dann den Übeltäter dingfest gemacht habe. Einen Tobsuchtsanfall von der Frau Eiermann konnte ich gerade mit Ach und Krach abwenden, indem ich sie vom wiederhergestellten Ruf vom Eiermann-Imperium und den weiteren Einsatz vom Eiermann-Logo vom Kupferschmied hingewiesen habe. Außerdem habe ich mich zur Betriebsorganisatorin ernannt und das Ehepaar angewiesen, bis am nächsten Mittwoch fleissig Eier zu stempeln und stapeln. Ich habe beschlossen, meinen Kühlschrank mit herzhaften Sachen zu füllen, zwei Teiler hin oder her. Und ich überlege mir auch, den Kupferschmied mal aufzusuchen. Er scheint mir wirklich eine gute Adresse zu sein. Wer weiss, vielleicht würde ich ja auch mal ein unverwechselbares Firmenlogo vom Kupferschmied brauchen. Täter würden mir am Mittwoch von allein in den Arm laufen, da bin ich mir also wirklich sicher. Bis dahin gilt es einfach durchzuheben und ein bisschen betriebsarme Hektik zur Schau zu stellen. Clara Clever, Kommissarin mit Pfiff, wird präsentiert von Kupferschmied, Werkstatt für gediegene Kommunikation.